Hallo zusammen, wir sind's wieder, Nina und Eliza. Wir haben für heute ein Hallo. neues Video vorbereitet und zwar geht es in diesem Video mal wieder um das Thema Bewerbung. Ich werde der Eliza heute ein paar Fragen stellen, die mir zum Bewerbungsprozess und auch zum Vorstellungsgespräch in den Kopf gekommen sind und lasst mir diese von ihr beantworten. Viel Spaß beim Zuschauen und bis dann. Hallo, liebe Eliza, herzlichen Dank, dass Hallo. ich heute meine Fragen an dich stellen darf. Wie schon im Vorspann auch angemerkt, habe ich mir Fragen zum Thema Bewerbung und auch Vorstellungsgespräch überlegt. Und ja, bin gespannt auf deine Antworten. Sehr schön, ich freue mich auch auf die Fragen. Ich hoffe, ich kann die auch beantworten. Ja, da bin ich mir sicher. Gut, ich fange einfach direkt mal an. Und zwar Frage Nummer eins. Man kennt das ja, man hat sein Studium abgeschlossen, und wartet erstmal ein bisschen, warum auch immer. Vielleicht findet man nicht direkt was oder man weiß noch gar nicht genau, wohin es geht. Wie reagiere ich im Vorstellungsgespräch, wenn ich vom Personaler oder auch vom Chefarzt gefragt werde, warum ich mich denn erst zum Beispiel ein halbes Jahr nach Studienschluss auf die Stelle bewerbe? Ja, eine sehr gute Frage. Kommt sehr oft vor auch, dass diese Frage gestellt wird, denn dass wenn die Bewerber im Lebenslauf schon gar nichts darüber stehen haben, bieten sie natürlich direkt eine Vorlage dem Personeller oder dem Chefarzt, diese Frage zu stellen. Dadurch ergibt sich ja eine Lücke im Lebenslauf, die es überhaupt nicht geben sollte. Deswegen meine Empfehlung, dort ist an erster Stelle, diese Vorlage überhaupt nicht zu geben, sondern es im Lebenslauf auch wirklich anzugeben, was man gemacht hat. Gut, wenn es keinen Sprachkurs gibt oder so, etwas, was man in diesem halben Jahr gemacht hat oder einem Jahr, dann sollte man wenigstens schreiben, was weiß ich, Dezember 2019 bis heute arbeitssuchend, wenn man diese Lücke mit nichts anderem füllen kann. Und wenn man dann im Vorstellungsgespräch trotzdem noch gefragt wird, okay, was haben Sie denn gemacht? Warum hat es denn so lange gedauert, bis Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden jetzt von uns? Warum hat es ein halbes Jahr gedauert? Haben Sie wirklich so lange gesucht? Dann kann man ja einfach sagen, was man sonst gemacht hat. Also irgendwas haben Sie in der Zeit gemacht. Sie haben sich ja nicht nur beworben ein halbes Jahr lang und saßen zu Hause sonst, sondern sie haben die Zeit genutzt, Deutsch zu lernen, zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes Argument, vor allem bei ausländischen Ärzten. Oder sie sind in der Zeit umgezogen nach Deutschland, oder aber sie haben sich die Zeit genommen, um sich richtig damit auseinanderzusetzen, welche Weiterbildung man machen möchte oder den Umzug nach Deutschland zu planen, genauer. Also da gibt es sehr viele Sachen, die sie gemacht haben. Da müssen sie auch gar nicht lügen. Man muss einfach überlegen, okay, was habe ich denn wirklich gemacht in der Zeit? Ja, weil das ist klar, sie saßen nicht faul zu Hause rum, sondern sie haben sich einfach vorbereitet auf die nächste Stelle in Deutschland. Kommt das dann wahrscheinlich auch gut an bei den Personalern, wenn die sehen, aha, die Zeit wurde also auch produktiv genutzt, um sich in einem bestimmten Bereich fortzubilden oder weiterzubilden? Das heißt, so eine Lücke im Lebenslauf, die ja dann quasi gar keine richtige Lücke ist, wird dann auch akzeptiert und auch so ein bisschen befürwortet? Ja, definitiv. Meistens, wenn es Lücken in unserem Lebenslauf gibt, sind das keine richtigen Lücken, wie gesagt. Wir müssen einfach wirklich überlegen, was wir gemacht haben und das kommt auf jeden Fall gut an. Es ist besser fürs Klinikum, wenn der Arzt sich 2 Monate Zeit genommen hat, um sich damit auseinanderzusetzen, welche Weiterbildung er machen möchte. Denn das zeigt, dass diese Entscheidung auch wohl überlegt ist dann und er nicht abspringen würde und dann doch zurück in die Heimat will oder doch eine andere
in eine andere Fachrichtung sich umorientieren würde. Das zeigt, dass man sich da die Zeit genommen hat. Es ist natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen, dass man sich irgendwann dann umentscheidet, aber solche Lücken werden überhaupt nicht kritisiert, sondern ganz im Gegenteil, die werden akzeptiert und man zeigt auch absolutes Verständnis dafür. Es ist vollkommen normal, dass es die gibt. Mhm. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt schon in einem Unternehmen gearbeitet habe und ich werde vielleicht gekündigt, habe die Probezeit nicht geschafft, weil ich vielleicht auch selber gekündigt habe. Wie gehe ich denn mit sowas im Vorstellungsgespräch um? Weil das kann ja auch unangenehm sein. Ja, auch hier, das kommt auch sehr oft vor. Es kommt auch vor, dass man gekündigt wird. Das ist ja auch nichts so Tragisches oder so Schlimmes. Manchmal passt es einfach nicht. Es liegt ja gar nicht an irgendwelchen fachlichen Kenntnissen, sondern die Chemie passt nicht zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, daran kann es ja auch liegen. Damit würde ich anstelle der Bewerber auch ganz offen umgehen, am liebsten auch das schon im Lebenslauf reinpacken, das heißt im Lebenslauf schon unter jeder Beschäftigung schreiben, Grund zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, das und das, zum Beispiel Kündigung während der Probezeit, weil man muss natürlich ein bisschen schöner verpacken, also aufgrund unterschiedlicher Einsichten oder irgend sowas. Ansichten, würde ich sagen, Einsichten. Genauso offen sollte man auch im Gespräch damit umgehen. Einfach erklären, woran das denn lag. Es kann ja sein, dass Sie zum Beispiel, wenn ich Sie sage, meine ich jetzt ein ausländischer Arzt, sagt, naja, meine Deutschkenntnisse waren noch nicht ausreichend. Ich bin nach Deutschland gekommen, habe dann direkt angefangen zu arbeiten. Meine Deutschkenntnisse waren nicht für diese Stelle ausreichend und deswegen wurde ich auch gekündigt oder es hat deswegen nicht gereicht, um die Probezeit zu bestehen. Aber ich habe mir die Zeit dann genommen, habe mir einen Privatlehrer genommen oder besuche einen Kurs und arbeite jeden Tag an meinen Deutschkenntnissen, um die zu verbessern. Sie müssen natürlich immer zeigen, dass Sie daraus gelernt haben, dass es Ihnen nicht egal ist, dass Sie gekündigt wurden, sondern daraus gelernt haben und was auch dafür tun, um diese Fehler da zu beheben oder das Problem, das es gab, warum Sie gekündigt wurden. Wenn Sie selbst gekündigt haben, ist es auch vollkommen legitim, dann erklären Sie einfach, woran das lag. Es kann ja sein, dass das Klinikum einfach Ihren Anforderungen nicht entsprach oder dass es nicht gepasst hat. Also einfach ganz offen damit umgehen und das erklären. Wie gesagt, das kommt oft vor, ist nichts Tragisches und deswegen sollte man da ganz offen und ehrlich bleiben. Ganz wichtig, nicht lügen, nicht irgendwas erzählen, dass ich selbst, also wenn Sie zum Beispiel gekündigt wurden und gefragt werden, sagen Sie, ja, ich habe selbst gekündigt. Denn wenn das später rausfliegt, kann das ein Grund zur fristlosen Kündigung sogar sein, seitens des Arbeitgebers. Deswegen an der Stelle darf der Bewerber nicht lügen. Mhm. Ich habe zwei Fragen zu dem Thema noch. Frage Nummer eins ist, gibt es denn irgendeinen Grund zur Kündigung, den man vielleicht einfach besser nicht reinschreibt in den Lebenslauf? Meinst du jetzt einen Grund seitens, wenn wer wem gekündigt hat? Wenn ich gekündigt wurde. Naja, also natürlich sollte man aufpassen. Es gibt mehrere Gründe, die man jetzt nicht und die nicht unbedingt gut ankommen würden. Wenn es jetzt, wenn ich jetzt an ein Arbeitszeugnis denke und sage, er war sehr gesellig, was bedeutet, dass der Arbeitnehmer gerne Alkohol getrunken hat während der Arbeitszeit. Das ist natürlich nicht so optimal, wenn man das im Lebenslauf mit reinschreibt. Natürlich sollte man da aufpassen und solche Gründe nicht reinschreiben, denn da sind die Aussichten auf Erfolg auch absolut gering, sogar gleich null. Ja, natürlich, da gibt es mehrere Gründe, bei denen man wirklich aufpassen sollte.
Im besten Fall gibt es aber solche Gründe gar nicht. Das wusste ich auch tatsächlich noch gar nicht, dass diese nett ausgedrückte Art und Weise der Geselligkeit etwas so Negatives letzten Endes bedeutet. Das war mir noch gar nicht bewusst. Das ist die Zeugnissprache. Darüber können wir uns auch irgendwann mal gerne unterhalten. Das ist sehr wichtig beim Stellenwechsel, dass man auch das Zeugnis richtig lesen kann, weil es gibt einfach so versteckte Ausdrücke dort, aber das ist ein anderes Thema, das lassen wir für das nächste Video vielleicht. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die zweite Frage gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, weil wir jetzt so tief in die erste reingegangen sind. Wenn sie mir gleich nochmal einfällt, werde ich sie einfach noch stellen. Ich würde ansonsten schon weitermachen mit der Frageliste. Wenn wir jetzt schon einen Schritt weiter gehen, wir sind also im Vorstellungsgespräch und es kommen vielleicht auch so ein paar Fragen auf, die mir unangenehm sind, nicht weil ich vielleicht etwas gemacht habe, wie zum Beispiel bei einer Kündigung, sondern eher mir wird jetzt die Frage gestellt, gerade als Frau bezüglich der Kinderplanung. Inwieweit muss ich da Angaben machen, ob ich plane, was ich plane, ob ich vielleicht auch schon schwanger bin? Muss ich darüber Auskunft geben und wie genau muss ich auch darüber Auskunft geben? Und was könnte mir vielleicht da auch einen Stein in den Weg legen? Man muss keine Auskunft darüber geben, auf keinen Fall. Da kommen wir sogar jetzt in die Kategorie von den sogenannten verbotenen Fragen. Es gibt bestimmte Fragen, die nicht relevant sind für die Tätigkeit und die der Arbeitgeber nicht stellen darf im Vorstellungsgespräch. Trotzdem kommt es manchmal vor. Es kann sein, dass man gefragt wird im Bewerbungsgespräch, sind Sie schwanger oder planen Sie es, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen, Sie sind eine junge Frau. Eigentlich sind die meisten Personaler schon dafür sensibilisiert und wissen, kennen sich auch aus und wissen, dass diese Fragen nicht gestellt werden dürfen. Nichtsdestotrotz, falls es vorkommen sollte, nehmen Sie es nicht unbedingt dem Personaler sofort übel, denn es kann sein, dass er es nicht weiß oder nicht dran denkt in dem Moment, dass man sich im Bewerbungsgespräch, wenn es jetzt etwas lockerer ist, vielleicht sich ein bisschen verquatscht und auch gar nicht dran denkt. Es ist nicht unbedingt ein böser Wille dabei, wenn diese Frage gestellt wird. Deswegen, Sie dürfen auch lügen bei dieser Frage, im Gegensatz zu der Frage mit der Kündigung. Hier dürften Sie lügen und daraus wird es keine Konsequenzen geben. Sie können auch natürlich, wenn Sie sich trauen, sowas sagen wie, oh, ich wusste gar nicht, dass das eine Voraussetzung ist für den Job. Einfach mal so ein bisschen schlagfertig sein, auch an der Stelle, wenn Sie sich trauen. Das traut sich natürlich nicht jeder. Aber damit signalisieren wir auch dem Personaler, Achtung, du gehst jetzt damit zu weit mit dieser Frage, sie ist nicht relevant. Natürlich müssen Sie aber auch überlegen im Gespräch, ist diese Frage wirklich nicht relevant? Denn es gibt Fälle, in denen die Frage gestellt werden darf, wenn zum Beispiel die Tätigkeit, die ausgeübt wird, dem Kind oder der Mutter zum Beispiel wirklich schaden könnte. Und da ist es sehr wohl relevant, denn es geht um die Gesundheit des Bewerbers oder der Bewerberin in dem Fall und ihres Kindes. Aber grundsätzlich solche Fragen zur Familienplanung, Religion, private, also sexuelle Orientierung auch, die nichts mit der tatsächlichen Tätigkeit zu tun haben, dürfen auch nicht gestellt werden und man muss sie auch nicht beantworten oder nicht richtig beantworten. Oh, danke schön. Das war mir so gar nicht bewusst, dass ich da tatsächlich dann auch erlaubt bin, meine Daten zurückzuhalten und im schlimmsten Fall sogar auch Falschangaben zu machen. Vielen Dank für die Info. Wie sieht das denn aus, wenn ich schon Kinder habe? Das gebe ich ja schon in der Regel an. Was mache ich denn, wenn da die Frage gestellt wird, inwieweit ich mir vorstellen kann, ob meine Assistenzarzttätigkeit mit meinem Kind vereinbar ist? Also das ist ja auch eine subjektive Meisterleistung, sage ich jetzt einfach mal. Was das sagt stimmt. Das?
Es kommt ja auch vor, also das gibt es auch, dass junge Mütter jetzt mit der Assistenzarzttätigkeit anfangen. Da empfehle ich auch im Lebenslauf schon zu schreiben, Kinderbetreuung ist gesichert. Wenn sie danach gefragt werden, dann sagen sie einfach so, wie es ist. Entweder Großeltern oder Tagesmutter oder Kita oder so. Natürlich würde ich nicht sagen, oh, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Kind machen soll. Am besten nehme ich es mit auf die Arbeit. Auf die Idee kommt aber auch keiner. Viele Krankenhäuser haben aber sogar auch eine Kita- oder Kinderbetreuungsmöglichkeit vor Ort. Deswegen können Sie da auch gerne im Gespräch nachfragen. Das ist Ihr gutes Recht, wenn Sie schon angegeben haben oder wenn das Kind oder du schon angegeben hast, dass du ein Kind hast. Dann kannst du auch fragen, gibt es denn hier Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder vor allem jetzt bei ausländischen Ärztinnen, die gerade jetzt nach Deutschland gezogen sind, die können ja auch durchaus fragen, gibt es denn in der Nähe vielleicht gute Kitas, können Sie mir was empfehlen? Darum werde ich schon sorgen, dass ich da ordentlich zur Arbeit komme und Kinderbetreuung gesichert ist für mein Kind. Es gibt ja auch die Möglichkeit, die Assistenzarztzeit in Teilzeit zu absolvieren. Natürlich verlängert sich dadurch die vorgesehene Zeit, aber die Möglichkeit gibt es auch. Man muss ja nicht unbedingt in Vollzeit arbeiten und da gibt es auch verschiedene Teilzeitmodelle. Und wenn man sich die Stellenanzeigen auch genauer anschaut, wird es auch sehr oft angeboten, dass eine Assistenzarzttätigkeit entweder in Voll- oder in Teilzeit absolviert wird. Deswegen ja auch mit der Frage ganz ehrlich und locker umgehen. Okay, du hattest ja gerade auch schon gesagt, dass man da sonst einfach mal nach einer Kinderbetreuung innerhalb des Krankenhauses nachfragt. Generell ist es ja immer gut, auch Fragen mitzubringen zum Vorstellungsgespräch. Das hast du uns ja auch schon mal mitgeteilt. Wäre denn so eine Frage in dem Fall auch ein Pluspunkt? Ein Pluspunkt, naja, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das hängt schon sehr auch vom Arbeitgeber ab, wie er jungen Müttern übereingestellt ist. Denn natürlich muss man auch an die Interessen des Klinikums denken. Man muss ja sich in ihre Situation hineinversetzen. Sie möchten auch einen voll einsetzbaren Mitarbeiter gewinnen. Die Frage ist nur drei. Also es zeigt, dass die Bewerberin sich schon Gedanken macht, dass sie das regeln möchte, was ein gutes Zeichen ist. Ja. Aber natürlich kann es sein, dass jetzt das eine oder andere Klinikum direkt denkt, Feueralarm. Sie hat überhaupt keine Ahnung, was sie mit dem Kind macht und will, dass wir sich hier einstellen. Die Frage ist, wollen Sie bei so einem Klinikum überhaupt dann anfangen? Ne? Also ich sage so, es ist nicht nur so, dass Sie eine Stelle suchen, die Kliniken suchen auch einen Mitarbeiter und nicht nur das Klinikum kann sich entscheiden zwischen mehreren Bewerbern. Die Entscheidung liegt ja auch bei den Ärzten. Die müssen sich auch für ein Klinikum entscheiden und man muss sich im Vorfeld schon überlegen, was ist mir wichtig. Bei was für einem Arbeitgeber möchte ich arbeiten und wenn ich ein Kind habe, dann ist es mir wichtig, dass es ein familienfreundlicher Arbeitgeber ist, der das auch akzeptiert und mitträgt und mich dabei auch unterstützt. Okay. Ja gut, das wären soweit eigentlich auch schon alle Fragen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also generell im gesamten Bewerbungsprozess und auch im Vorstellungsgespräch ist es also letztendlich einfach wichtig, von Anfang an ehrlich mit dem Arbeitgeber zu sein, um da auch eine gute Basis zu schaffen. Natürlich dann auch authentisch dabei bleiben und auch abzuwägen, ist denn der Arbeitgeber auch eigentlich der Richtige für mich, ne? Dass man sich jetzt nicht nur dem Arbeitgeber anbietet, sondern eben auch guckt, inwieweit bietet sich der Arbeitgeber mir an. Ne? Habe ich das absolut richtig verstanden? Ja, das Bewerbungsverfahren ist ein gegenseitiger Prozess. Da gibt es zwei Seiten, die eine Entscheidung treffen müssen und dessen muss man sich auch bewusst sein.
Man darf natürlich nicht überheblich sein oder auch nicht zu locker. Gilt sowohl für den Lebenslauf als auch für das Bewerbungsgespräch. Aber ich sage es mal so, die Wahrheit ist sehr wichtig, die kann man aber auch ordentlich schön verpacken, so dass es jetzt gut aussieht, aber trotzdem es natürlich immer bei der Wahrheit bleibt, was sehr wichtig ist. Okay, vielen lieben Dank für die ausführliche Beantwortung all meiner Fragen, die ich mitgebracht habe. Ja, von meiner gerne. Seite war es das an dieser Stelle auch und ich freue mich auf unser nächstes Interview. Ja, ich danke dir für die schönen Fragen. Ich muss sagen, ich verquatsch mich auch gerne, wenn ich so über die Themen spreche. Da sind mich auch sehr interessiert, da mir die Fragen auch oft gestellt werden, auch von meinen Bewerbern. Deswegen freue ich mich ja auch immer, wenn ich über das Thema sprechen kann. Ich hoffe, dass es unseren Kandidaten, Kursteilnehmern, Zuschauern auch gefallen hat. Und ja, ich verabschiede mich von meiner Seite auch aus. Und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach gerne bei uns. Bis dann.